Yo Leute, ich bin's wieder Dave von der Kantokrille und herzlich willkommen zurück hier bei Monster Hunter Try Online Walkthrough. Wir haben das letzte Mal, was haben wir das letzte Mal gemacht? Genau, den bösen Diablos, diesen furchterregenden Grünspatz. Und ja, hier sind wir mit Trago, der diesmal eine Gun benutzt, Mac, den guten Dommy und ist die finale Quest, glaube ich sogar, die wir hier absolvieren müssen laut Monster Form. Wahrscheinlich hat man es ja wieder ewig wieder irgendein random Shit gelabert, aber who cares? Jage den Aknaktor ist diese Quest. Hiring Aknaktor im Vulkan, wie sollte es auch anders sein, mitmoderieren tut der gute. Das bin ich. Hallo. Kling, kling. Vielen Dank fürs Einschalten und ich glaube, das werden wir jetzt schaffen, oder? Ja, ich denke schon. Also, ich hoffe. Mit unserer Starbesetzung, die wir haben, würde ich sagen, also. Auf jeden Fall. Nehmen wir noch so sicher einen Shock Trap mit. Ich nehme noch schnell meine Megatränke mit, die ich vergessen habe zu nehmen, und dann kann es schon losgehen. Ja, ich glaube, ich bin auch soweit ready. Und es ist Zeit, loszugehen. Jo! Mal wieder der epische Ladebildschirm. Ja. Auf Deutsch. Gefällt mir. Ich nur mit Low Loading finde ich es eigentlich besser, weil es dann eine längere Strecke ist, ein Buchstaben, die umherhüpft und ekelhafte Geräusche von sich gibt und so. Boah, du bist so schlau, Dave. Mhm. Oh. Ja, ich stimme dir voll und ganz zu. Ja. Geschmolzenes Ungeheuer heißt dieses gute Gerät. Oh, ich liebe eigentlich Aknaktor. Ich finde, der ist so gut gelungen. Weiß auch nicht. Einer meiner Lieblingsmonster auf jeden Fall in dem Spiel. Oh, wie ich halt immer hier vorne geportet wird, um extra Service zu halten, bin ich nicht süß. Ja, du bringst mir meine Ration mit, die du mir versprochen hast. Oh ja, genau, wir haben nämlich beim letzten Walkthrough. Die brauche ich halt einfach wirklich. Oh gut. Felix Narration versprochen, die wir dann leider nicht geben konnten, weil wir dann in dem Moment vom Diablos hart und oft genutzt wurden. Es war relativ witzig, wenn ihr das noch nicht gesehen habt, schaut einfach an, es ist in der Playlist eins weiter oben. Kelbis tummelt sich hier, dass sie sich nicht paaren, ist ein Wunder. Was wolltest du sagen? Ich mag meine Milch. Nee, ich brauch das wirklich. Wie gesagt, ich schieß auch erst dann, wenn alle da sind. Lol, ich hab grad durch das Vieh durchgeschossen, was soll das denn, ey? Ich dachte, du schießt das, wenn alle da sind. Nee, ich schieß mit Wasser. Ach so. Am Anfang. Das ist taktisch klug, dann mache ich nämlich Damage am Anfang und später supporte ich. Das ist ziemlich schlau. Was willst du denn, Vieh? So, wir greifen natürlich erstmal hier den Lava-Kolben an seiner Brust. Oh, das ist ganz schön groß, der Knacktor. Ja, muss ich auch sagen, also. Der ist fast so groß wie was anderes an mir. Aber, who cares? So, jetzt schieße ich mit Lamb, um meine Team-Buddies zu unterstützen. Ich merke gerade, ich kann nur Lamb Stufe 2 schießen, das interessiert mich. Wo hab ich denn nur auf Lamb Stufe 1 eingepackt? What the fuck? Oh, scheiße, dass hier wieder abgespastet ist, aber ja. Das war eine kleine Störung. Technische Schwierigkeiten, möchte man meinen. Ja, etwas. Jetzt ist er auch schon gelähmt. Das ist würzig. Würzig, du kannst ja dann irgendwelche lustigen Musik da spielen. Ja, das kennst du ja schon von unseren Videos. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, wo wir lustige Musik eingespielt haben. Das geht schon. So, ich benutze den Augenblick des Aknaktors unter Feuer. Oh, jetzt gehe ich mal lieber näher hin, sonst schnappst du mich noch. Und tu da hinten fröhlich Wetzstein. Ich muss sagen, irgendwie, die Elementeffekte bei einer Gun sind sehr, sehr klein. Also das ist ja, da sieht man fast gar nicht, ob man getroffen hat. Das hätten sie etwas effektvoller machen können. Egal. Naja. Meine Meinung. So. Just saying. Just saying. Ups. Alter, dann sag ich, wollte gleich noch genatzt. Genatzt? Oh, was für ein lustiges Wort, warum sagst du das immer? Weil es einfach hart in die Eier genommen wurde. Oh, puh, blödes Vieh. Zum Glück habe ich Feuer plus 25 mit meiner Uragan-Armor. Da sind wir nochmal froh.
Ja, sonst wäre ich tot. Ah, ich habe keinen Blockstart machen können. Du Scheiße. Ja, Dave. Liegt daran, wenn wir gebraucht werden, die spielen. Das kommt davon. Und die Junge ist ja viel mehr verbrannt. Ah, wie das ist, du hast angekokelt, verdammte Scheiße. Was ist angekokelt? Meine Tastatur. Da ist voll Glut runtergefallen, da wo ich ganz schnell versucht habe, Pamela wieder zu starten. Was lernen wir daraus? Rauchen schadet nicht nur dem Körper, sondern auch dem Equipment. Random Shit. Ja, das ist so. Ja. Dann fangt nie an zu rauchen. Macht sich so wie Dave. Oder Trago. Ich rauche nicht. Um hier mal sein Skype. Doch, das ist. Das ist, Luft. Das sieht so schön aus. Das sind Abgase, die bei dir in Nürnberg so umherkreuen. Genau! Genau das. Nürnberg, schöne Stadt. Müsst ihr auch mal gewesen sein. Wenn nicht, fahrt dorthin. Fahrt zum Kitzkindesmarkt, das ist awesome. Jo. So, und ich hatte hier weiter in die Brust, sehr effektiv hier am Anfang und aus dem Tisch. Ich muss sagen, der eine mit Hammer schlägt irgendwie auf den Tail. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Egal. Oh, überlebt er viel, ey. Ja, ich bin fast mit Wasser durch. Hab fast keine Wasser mehr gezogen. Wasser ist sehr effektiv gegen den Traktor hier. Den Monster mit Trial. Ja. Oh, hätte ich jetzt den ganzen Wettstand sollen, aber fail. Und mal kurz schnell zeigen und dann kannst du schon weitergehen. Oh Mann, meine Güte. Mir fällt gerade auf, ich hätte auch meine Wasserlampe nehmen können. Nein, ich nehme lieber meine Lilburger? Das heißt echt. Nein, Lightburger. Das heißt LBG? Lightburger. Ja, Light, ne? Nicht Diddle. Ach, ich war gerade verwirrt, lass mich. Und da taucht er schon wieder ab, der Gute. Nur um sich in einem anderen Ort wiederzufinden. Das meistens dort drüben ist, ab und zu auch oben ist, was gerade jetzt der Fall ist. Dave, warum läufst du da gegen die Wand? Das bringt nichts. Wollte ich gerade nach einem Foto suchen. Das war episch. Das, also, Dave, nicht schlecht. Ich wusste gar nicht, dass es das bringt. Anscheinend schon. So, jetzt ist live wieder Dave dabei. Drago Killer ebenso. So muss das sein. Oh, ey, hör auf, du ekelhafter. Jo, Dave, du hast mir immer noch keine Ration gegeben. Was? Ich glaube, ich habe mit 45. Blister, Blister. Ja, und das machen wir heute für die Liste. Ja, wie gesagt, der. Oh, ich habe schon Tank gebroken. Geprägt. Ach, puh, ey, blödes Vieh. Oh, und da wurde Drago mit seiner Gun hart in den Po genommen. Aber echt, ey. So muss das sein. Alle, die zerkennen, ja, wissen, dass er das macht. Bruder Garn Armor ist einer der besten Rogan Armors. Ich mag sie sehr gern. Spiel damit gern. Ja, und Taker. Job, guys. Oh, ich kann nur zwei Frost schießen, da würde ich gerne eine Rüstung mit Auto. Das war ja ganz praktisch gerade. Nicht nachladen Skill haben. Joa. Ich dachte schon, es gibt einen Disconnect, aber. Das ist ja Try, da passiert das nicht so oft über Xbox. So. Dave, darf ich dir eine Frage stellen? Welche denn, mein lieber Felix? Wenn ein 100%iger Deutsch-Patch für Monster Warfare 3 existieren würde, würdest du einen Walkthrough machen? Ich würde den Walkthrough machen, wenn ein 100%iger Deutsch-Patch existiert und es für Deutschland nicht rauskommt. Oh, good job. Okay, also das muss. Also, wenn das 100% ist, dass es nicht rauskommt, dann mache ich mit voll Deutsch-Patch. If not, mache ich es mit normalem. Weil ich kann dir mit Freuden berichten, dass wir gerade in den Dialogen arbeiten. Ja, das weiß ich schon. Dank meinen ultimativen Insider-Infos, die ich von meinen zahlreichen Sharing zu. Das ist keine Insider-Info, die steht frei auf Monster. Ruhe! Ich wollte gerade. höher da. Lass mich jetzt ja ein Monster-Info machen. Ja, man kann auch nicht so ordentlich. Den Link findet ihr wie immer in der Video-Description.
Und wenn ihr es wissen wollt, ich, ach nee, ich sag's jetzt nicht. Ich bin Mod. Ich tschüss. Und vergiss. Was? Ach, diese Federation hat Felix. Ja, nee, scheiß drauf. Gibst du mir bei der nächsten Quest. Da gibt's ja keinen mehr, mein Freund. Jedenfalls von dem hier nicht. Ja, dann gibst du mir halt bei Alatea und das ist mir bumm. Ah, nicht vorspoilern! Oh, das macht einfach so jetzt ein Piep rein, was ich gesagt habe. Videobearbeitung. So ein voll billig eingefügten Beat, den Leute anhören. Falls ich es nicht vergesse, was hundertprozentig der Fall sein wird. Das habe ich mal bei Let's Play immer früh mal gemacht. Und alle, oh, jetzt habe ich Ohrenschäden, weil es so ein mega laut war. Übrigens braucht ihr oft für Rüstung und so weiter eine gewisse Klaue plus von der Knackdor, die bekommt ihr, wenn ihr hier die Klauen brecht. Und zwar ist das möglich, vorne beide und hinten beide. Ich weiß nicht, gelacht, aber es ist doch. Ich weiß nicht, kann man Agnacto in der Lava bei Try töten? Ja. Also bei Try ist es möglich, bei Third ist es ja nicht möglich. Nicht? Nein, und Third behält er immer einen HP, wenn er in der Lava ist. So, und laufen hier den Ding jetzt hoch und tun den mal ein bisschen abärzen. Ja, ich ärze auch mal, ich habe keine Spezialität dabei. Kavalit als altes Amulett erhalten. Aber kommt so, ich nach oben, um euch zu helfen. Ab zur letzten Bastion. Hallo, warum geht ihr mich zu einem Hammer hier drauf? Los, tu es. Tu es. Nimm ihn in den Mund. Ich nehme die großen Bomben. So. Richtig, das so. Gameplay. Akraktor aufwecken, weil beim Schaden macht man doppelten Schaden. Wer das nicht weiß, weiß es spätestens jetzt. Mist, falsche Richtung geblockt. Wie weit ging das noch? Einfach in die Richtung, wo das Monster ist, aber... Hier ist das ja nicht mehr ganz so fruchtig. Fruchtig. Oh, ich habe vergessen, den Tail auszunehmen. Ich glaube auch, aber es ist ja wenig. Oh, der sieht so stylisch aus in dem Spiel, wenn er keine Lava mit dran hat. Also wenn die Lava gebreakt ist auf seinem Oberkörper, ich liebe das. Sieht epic aus. Hat Style, ja. Wo ist er denn? Oh, nice. Für mir. Ihr könnt übrigens den Block einfach so drehen, wenn ihr schnell wieder Ausdauer, beziehungsweise, ja, Ausdauer braucht. Dave, du gibst sagenhafte Tipps. Ich weiß. So bin ich halt. Oh, du bist so gütig. Und das auch noch gratis. Ich weiß. Wird irgendwann die Zeitpunkt kommen, wo ihr dafür bezahlen müsst, mein lieben Freunde. Ups, Schuld weg. Ja. Wie war das 13 Cent pro View für ein Musikvideo verlangt die GEMA? Echt? Ich hab mitbekommen, also, dass es jetzt irgendwie zu keiner Einigung kam. Wenn ich das erzählen darf. Also, das ging jetzt heftig ins Off-Topic, aber auf YouTube sind ja seitdem sehr viele Musiklieder gesperrt, also Musikvideos und einzelne Lieder, wegen GEMA, weil die GEMA Rechte eingefordert hat für alle Lieder, die auf YouTube verfügbar sind, und die sagen, wollten jetzt mit YouTube vereinigen, dass für jeden Klick, der auf so ein Video kommt, YouTube 13 Cent an die GEMA zahlt. Also, wenn ein Video jetzt 100.000 Views hat, 100.000 mal 13. Also, 1,3 Millionen Euro für ein Video, das 100.000 Mal angerufen wird, das würden die halt niemals einbringen durch Werbeeinnahmen. Ja, und deswegen werden die Deutschen jetzt erfüllt. Good job. Sorry, dass ich jetzt hier so viel gelabert habe. Aber das ist eigentlich ganz interessant, weil das wusste ich noch nicht mal. Und ich meine, ich weiß alles. Ja, jetzt weißt du alles. Jetzt weißt du wieder alles. Jetzt kannst du dich wieder glücklich schätzen. Lalala. Und schön nochmal für das, den kurzen, Part, wo kein Ton kam. Ich weiß nicht, Pamela hat manchmal seine Problemchen, wenn es wieder fliegt, abzuspassen. Pamela Anderson. Ja, so wollen wir das. Ja, looten hier eigentlich noch die Monster? So, anstatt da den Tail auszunehmen, welche noch in Gebiet 8, 8 herumkreucht, tue ich hier lieber ein bisschen abarzen. Vielleicht kommt da was Sinnvolles dabei raus. Bei Felix Mutter hat es ja langsam leider nicht geholfen. Ich hab gesagt, vielleicht kommt ja was Sinnvolles dabei raus. Aber wie dem auch sei. Oh, Dave. Ich hab die Rage immer noch nicht gegeben. Das gibt's zurück, ich sag's. Quest erfüllt, meine lieben Freunde. Bloß Hypnos. Mein Zeltstein-Scheiß. Wie lange ich dafür gebraucht habe, einfach. Willkommen an Dungmeister plus 6 und Combi Rate plus 10, das ist gar nicht so schlecht. Ab in die Box damit, fertig und 6 auf 600 Z. Nein, immer. Yeah, yeah. Oh,
immer noch nicht Jägerrang 131. Was soll das denn? Unterwegs zur Stadt. Und diesmal nehmen wir weiter auf, weil ich ja gucken muss, ob wir jetzt neues Gelaber von der Tuse unlocked haben. Tuse? Tuse. Von der Tuse, Beate Huse. Rückkehr zur Taverne. Ja. Jo. Und wir sind wieder da. Mal schauen, ob sie mit uns sprechen will. Nein, will sie nicht. Dann würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal wieder hier im Monster Try Online. Wir freuen uns, wenn ihr wieder reinschaut. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Und in dem Moment wird es Tag. Das ist sehr würzig. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.